Ja, den habe ich, weil ich denke, dass Organspenden eine gute Sache ist. Philosophie immer so, man denkt über die Sachen, über die alle nachdenken, einfach ein bisschen länger und ein bisschen intensiver nach. Und so ist es, glaube ich, auch bei der Organtransplantation, bei der Organspende. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das kann man aus dem Bauch heraus entscheiden, aber man kann halt auch länger drüber nachdenken. Und Philosophen sind halt die, die länger drüber nachdenken. Sie kann vielleicht eine gewisse Sensibilität wecken für interessante Fragestellungen, für Fragestellungen, die die Technik in die Gesellschaft hinein vielleicht produziert. Ganz konkret jetzt bei der Organtransplantation, ist ja auch in gewisser Weise eine Technik, eine Medizintechnik, kann sie vielleicht ein Verständnis dafür wecken, dass es da um naheliegende Dinge geht, Ausbeutungsverhältnisse, das liegt sehr nah, aber vielleicht tiefer liegend. Wie ist es denn überhaupt mit unserem Verhältnis zu unserem eigenen Körper? Ist das eine Sache? Und was sind typische Fragestellungen der Philosophie, der philosophischen Anthropologie, der Ethik? Und wenn man das so ein bisschen vielleicht mit vermittelt bekommt, dann bildet man vielleicht ein Gespür den konkreten Sachverhalt hinaus aus, dass es auch in anderen Technikbereichen vielleicht Fragestellungen gibt, die nicht ganz so auf der Hand liegen, aber die trotzdem interessant sind und für so einen reflektierten Umgang mit Technik auch wichtig sind.